Heute machen wir das jetzt zum zweiten Mal, dass wir Auszubildende aus der Pflege, die im zweiten oder dritten Ausbildungsdrittel sind, gemeinsam mit Medizinstudierenden zusammenbringen und dass die einen Patienten gemeinsam versorgen sollen. Das Modul hieß Skills Lab Übergabetraining und da sind ja, Schauspielpatientinnen, die verschiedene Erkrankungen darstellen, verschiedene Verläufe darstellen, wie man als angehender Medizinstudent üben kann, wie man mit den Patienten optimal kommuniziert und da so ein paar Sachen ausprobieren kann. Der Unterschied zum normalen Theorieunterricht ist natürlich das Setting hier in diesem Studienhospital. Man ist dann natürlich nochmal wie auf Station so ein bisschen und es ist halt einfach Abwechslung zum Schulalltag und man kann halt das, was man in der Schule lernt, optimal hier anwenden. Und eben dadurch, dass die Studenten noch mal da waren, auch noch mal den Austausch bekommen. Das ist unser Ziel, dass alle Auszubildenden innerhalb ihrer Ausbildung das einmal durchlaufen. Perspektivisch ist es jetzt so, dass es im Juni das nächste Mal ansteht, also dass dann auch wieder Medizinstudierende, dass die quasi diesen Visitentag haben, der bei ihnen fest verortet ist und dass wir dann auch wieder mit Auszubildenden aus der Pflege dazukommen. Es ist ja Zusammenarbeit, aber auch eben Hand-in-Hand-Arbeit. Also es geht irgendwie alles ineinander über. Und da ist es natürlich dann auch wichtig zu wissen, wo fängt der eine Aufgabenbereich an, wo hört der auf. Aber es ist natürlich für uns auch super schön zu sehen, was die Ärzte machen. Und ich denke, das ist andersrum auch so. Also wir wollen ja gegenseitig auch voneinander wissen, was wir tun.